Ja, und auch die deutsche Regierung wartet die Formulierung von Präsident Trump ab. So hat es der Sprecher des Außenministeriums auf der Regierungspressekonferenz bekannt gegeben. Ein Blick darauf. Die Rede von Herrn Trump ist heute Abend, ich glaube 19 Uhr unserer Zeit. Und die werden wir natürlich aufmerksam verfolgen und dann gegebenenfalls dazu Stellung nehmen. Ich glaube, letztlich ist das ja der Kern Ihrer Frage. Kann man schon sagen, dass die EU eine einheitliche Position zum Status von Jerusalem hat. Und daran habe ich keinen Zweifel, dass sich daran heute Abend etwas ändern wird. Erwarten Sie denn, dass es danach irgendwelche Folgewirkungen gibt? Also wenn ich das richtig sehe, haben Sie ja Ihre Reisewarnung, Einschätzung, nicht Reisewarnung, Reisehinweise für Israel schon geändert. Erwarten Sie, oder es schränkt das Auswärtige Amt an, dass wenn Trump für die USA diese Anerkennung ausspricht, dass die Bundesregierung und die EU dann Schritte entweder gegen die USA oder gegen Israel beschließen? Also wie gesagt, es wird darauf ankommen, was der Präsident sagt. Das werden wir analysieren und dann uns überlegen, was man gegebenenfalls zu tun hat. Sie sprachen die Reise- und Sicherheitshinweise an. Natürlich haben wir aufmerksam verfolgt, dass es, ich sag mal, eine gewisse Aufregung schon jetzt gibt in vielen Teilen der islamischen Welt. Und der Außenminister hat gestern Abend auch nochmal gesagt, dass er besorgt ist, dass diese mögliche Anerkennung Jerusalems keinen konstruktiven Beitrag leistet, sondern den israelisch-palästinensischen Konflikt weiter anheizen könnte. Also wir sehen es mit Sorge und mit großer Aufmerksamkeit und werden dann reagieren auf das, was da passiert.